Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du hierher gefunden hast. Ich freue mich immer, wenn ich Videos drehen kann. So, und da wir jetzt Zeit haben, machen wir das, ne? Genau, also schöne Tarotrunde. Wir machen jetzt Thema Liebe, Sternzeichen Fische. Wir machen jetzt mal mit die Fische, ja? Deine Liebe, ja? Die Energien aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, ja, was da so los war. Wir schauen jetzt erstmal in deine Vergangenheit, die Energien, ja, in der Liebe. Für Fische. Energien für Fische, Vergangenheit, ja, dann schauen wir jetzt einfach mal darauf. Für Fische, Energien in der Vergangenheit. Okay, die lassen wir so stehen, die sind rausgefallen. Oh, hier versuch mich, ja, Herr, versuch mich. Das ist hier der Teufel. Diese Abhängigkeiten, diese Ankettungen, ja. Sorgen, ja. Neun der Schwerter in der Vergangenheit. Teufel, neun der Schwerter, acht der Münzen. Okay, in der Vergangenheit. Also, hier hatte man wirklich. Also, der Teufel spricht immer für Abhängigkeiten. Ja, in der Vergangenheit hattet ihr irgendwelche Abhängigkeiten. Es kann hier Sorgen gewesen sein, ja, die einen wirklich hier zu schaffen hat. Wahrscheinlich war es auch basierend bei vielen, ja, bezüglich der Arbeit, der Fleiß, der Leistung sozusagen. Und ja, was der andere gemacht hat oder was der andere nicht gemacht hat, diese Thematik kriege ich hier rein, ja. Man war hier auch viel getrennt, man war hier auch abhängig. Teilweise sehe ich hier auch, ja, diese Hauptenergie waren vorwiegend diese Sorgen. Und was du hast dich einfach damit abgelenkt hier, zu sehr abgelenkt. Und hier sehe ich auch schon so ein zwanghaftes Suchtverhalten, ja. Mit der Arbeit, ja, du hast ja auch, bei vielen sehe ich, die flüchten sich hier in ihre Arbeit, weil sie sich hier so gar nicht damit auseinandersetzen wollten, dass es hier in der Liebe nicht so gepasst hat, ja, also in der Beziehung zwischen euch, ja, hier waren wirklich sehr viele Abhängigkeiten, hier hat man wirklich Versuchungen gehabt, das ist auch eine Prüfungskarte, ja, sozusagen, hier gab es wahrscheinlich auch sehr viel Eifersucht, das bekomme ich jetzt hier rein, ja, sehr viel Eifersucht, Suchtfische, ja, und hier war man auch voneinander abhängig, ja, die Neun der Schwerter ist immer eine Karte, die Kummer und Sorgen bringt, ja, aber die Neune, das ist so auch dieser Zirkel, wo das so langsam auch bald rausgeht. Und mit acht der Münzen zeigt es mich hier einfach an, ja, dir wurde auch jemals unter den Deck, du wurdest hier auch viel enttäuscht, ja, hier gibt es wirklich Liebeskummer, ja, auch hier so eine Abhängigkeit voneinander, so herzlich, ja, und ja, hier hatte man einfach auch keine Klarheit zwischeneinander, weil hier so viel dazwischen lag, auch sehe ich hier diese Angebundenheit auch, ja, es war hier wirklich auch teilweise viel, ja, Gesprächsstoff, ja, vorhanden zwischen euch beiden. Man hat hier versucht zu arbeiten und irgendwie diese Sorgen und so, weiß ich nicht. Ja, es war immer einfach hier Sorgen. Womöglich waren das bei manchen hier auch ja, alte Belastungen, ja, alte Belastungen, Fische. Bei manchen Fischen sehe ich das aber auch so, dass sie in der Vergangenheit ja wirklich hier bei den einen oder anderen kann das zutreffen, ja. Suchtverhalten war hier auch eine Thematik, ja. Darum geht es, ja. Das bekomme ich jetzt hier auch rein. Suchtverhalten, ja. Dass der eine oder andere hier dadurch die Beziehung hier, das war diese Abhängigkeit, dadurch ist diese Beziehung hier sehr sorgfältig gewesen, ne? Und dadurch gab es hier Enttäuschungen und teilweise auch hier wurde keine Leistung mehr erbracht, sozusagen. Es ist vieles hier zusammengebrochen. Man hat hier einfach nur noch, man hat hier zwar viel getan, aber hier wurde immer, war es dann so, dass man hier auch abgewartet hat, ja, sozusagen. Und hier unter dem Deck haben wir hier drei der Schwerter, ja. Zwischen euch war irgendwie auch immer, ja,
eine Enttäuschung. Hier wurde man wirklich immer teilweise enttäuscht. Und hier auch der Stern zeigt mir jedoch an, egal was aber zwischen euch war, eure Beziehung steht trotzdem unter einem guten Schutz, ja. Weiter in der kühle Karte für eine Distanzierung auch. Und man hat jetzt auch hier teilweise Zukunftsvisionen gehabt, ja. Fische. Und nun sehe ich hier aber, hier kehrt Heilung rein. Auch wenn es jetzt Pause ist, aber es kommt wieder Heilung rein. Noch eine kleine Botschaft für dich, Fische. Jetzt schau mir deine derzeitige Energie für die Liebe. Fische, derzeitige Energie für die Fische. Also wir haben hier den Palen der Schwerter, 8 der Schwerter und den Ritter der Münzen, ja. Also, derzeitige Energie für die Fische. In deiner Liebe, hier setzt man sich zwar miteinander auseinander, ja, hier versuchte man hier auch Klärung zu finden, ja. Und irgendwie habt ihr eine Blockade. Ihr habt keinen Zugang zueinander, ja? Ihr habt hier keinen Zugang zueinander, weil hier etwas sehr verraucht ist, muss ich mal sagen, Fische, ja? Darum geht es hier einfach. Man hat hier sich hier, ja, man versucht hier auch jede Art von Wege zu finden, sozusagen. Man schwebt hier irgendwie noch in der Luft, auch gedanklich, um diese Blockaden zu überwinden, ja, zwischen euch, ja. Und mit den Ritter der Münzen zeigt es mir aber auch an, dass der ein oder andere hier sehr belastet ist. Der hat hier lange dran gearbeitet an der Beziehung. Hier spielen auch berufliche Themen eine Rolle, ja. Und aber hier hat man schon alles getan, jetzt hier, ne? Sehr lange. Sehr lange hat man hier was getan, ja. Hier spielen wirklich berufliche Themen eine Rolle. Und hier auch die Sicherheitsthemen habe ich hier. Und irgendwie dadurch gibt es hier eine Blockierung, ja. Sicherheit ist hier ein riesengroßes, ja, Thematik zwischen euch beiden. Fische, ja, in der Liebe, diese derzeitige Energie, ja. Du bist hier momentan in einem Stillstand, bist geblockt, du kannst hier wirklich dich nicht bewegen, du bist mental, ja, ein bisschen sozusagen, ja, weißt nicht, wo vorne und hinten ist, fühlst dich sehr beobachtet irgendwie, so habe ich das Gefühl. Ja, ja, aber so langsam kriegst du hier wieder Stabilität rein, ja, so sehe ich das. So langsam gehen hier deine Sorgen raus, ja. Weil hier dieser Ritter der Münzen geht ja vorwärts. Und die Sorgen lässt er hinter sich, ja. Also hier geht es langsam vorwärts. Fische in der Liebe momentan ist hier wirklich. Man versucht hier immer wieder das zu klären. Aber hier sind wirklich Blockaden, ja. Ach, der Schwerter steht immer für Blockaden, für einen Stillstand, Machtlosigkeit. Man kann hier wirklich nichts machen. Man findet hier auch keinen Zugang, ja. Der eine oder andere ist hier auch abgehauen. Momentan sehe ich das, um hier wieder Freiheit zu erlangen. Ja, das sehe ich hier bei manchen Fischen, ja. Um sich hier aus diesem Konstrukt des Nebels zu befreien, ja, um hier wieder Klarheit zu finden, ja. Okay, jetzt schauen wir weiter. Fische derzeitige Energie dann, also für die Zukunft, ja. Königin der Schwerter, ja, sehr unabhängig. Du wirst für die Zukunft wieder wissen, was du möchtest. Du bist hier, hast dir die Sachen geklärt, du hast dich gut hier auseinander damit gesetzt, ja. Oh ja, du bist hier wieder frei, du wirst hier wieder frei werden. Jetzt schauen wir weiter. Zukunftsenergien für die Zukunft. Fische. Ja, hier kommt wieder alles so in deine Ordnung, ja.
an seine feste Struktur sozusagen. Und hier, ja, du wirst wieder hier in dein Gleichgewicht kommen, ja, sozusagen karmische Situation. Und eine karmische Situation, hier wird wirklich, hier wird Karma ein, hier ist das Karma eingebrochen sozusagen, hat hier eingeschlagen, ja, Gerechtigkeit, Spiegel deiner Taten sozusagen. Das hat dich sehr getroffen hier zwischen euch beiden. Hier wurde wirklich ein Cut gemacht, ja. Und ja, aber dafür könnt ihr eigentlich nichts, weil das ist hier ein karmischer Prozess zwischen euch beiden. Das geht sehr tiefgründig jetzt hier, ja. Also mit den Herrscher, aber hier, du kommst wirklich wieder in deine Klarheit, ja. Und der Herrscher, hier erscheint er mir schon, ja. Die Königin und der Herrscher, diese Herrschaftsenergie. Das ist jetzt hier keine Personenkarte, aber du schon, ja. Du bist mir hier erschienen, weil hier die große Arkana liegt, ja. Auf jeden Fall, der Herrscher, diese Energie, du kommst wirklich wieder in deine Stabilität, in deine Normalität. So kriege ich das rein in der Liebe. Also hier kannst du wieder frei durchatmen, ja. Fische, so kriege ich das hier rein für dich. Und ja, du wirst dann wieder hier, fühlt sich auch wieder beschützt. Ja, das bekomme ich jetzt hier rein. Du fühlst dich wieder beschützt, weil der Herrscher sorgt dafür, sozusagen diese Energie, dass du endlich wieder hier dieses Wohlfühlgefühl hast. Ja, diese Wärme auch. Ja, du fühlst dich wieder sicher und irgendwie auch behütet. Ja, weil du jetzt in anderen Umständen bist, sozusagen. In sicheren Umständen, so sehe ich das mit den Hörnern hier. Ja, und hier hast du einen guten Zug gemacht, einen guten Schachzug. Das bekomme ich hier auch rein. Also du hast hier gut gehandelt. Botschaft für dich, Fischer. Du weißt es besser. Und in der nächsten Zeit hier Karma, Justice, Gerechtigkeit, ja. Auch arbeitstechnisch, ja, läuft es dann wieder voran und in der Liebe auch. Das wird sich hier alles wieder ausgleichen zwischen euch beiden und langsam wieder vorangehen. Ja, ihr kommt hier wirklich wieder zur Klarheit und auch wirklich hier wieder in euer Gleichgewicht, ja. Genau, in euer Gleichgewicht. So, ich ziehe dir noch eine Fische. Noch bitte eine Botschaft für die Fische. Genau, hier habt ihr wirklich hier der Mond, hier wirklich die Seele sozusagen. Du hast wirklich hier dich in deinen tiefsten Gefühlen, mit deinen tiefsten Ängsten. Also die letzte Zeit sehe ich hier, war sehr, sehr, sehr unklar für dich, ja. Und demnächst, so beim nächsten Vollmond, Fische, bist du hier wirklich wieder erblühen, ja, sozusagen. Das sind die Ängste und die Sehnsüchte, ja. Also ihr habt hier wirklich auch Sehnsucht ist hier vorhanden, obwohl ihr hier sehr getrennt seid. Ja, Fische. Du wirst jetzt sozusagen dein Karma abarbeiten, ja. Fische, karmische Themen werden hier abgearbeitet, ja. Du wirst jetzt hier so, wirklich, du wirst jetzt hier dein Karma abarbeiten, Fische, ja. Und dann gehst du in die Sonne. Also es kommen wirklich wieder schöne Zeiten, Fische, ja. Hier kommt wirklich wieder Wärme, Selbstvertrauen und siehst sie auch. Positivität kehrt wieder in dein Leben, ja. Fische in der Liebe, ja. Erstmal muss man durch das Dunkle gehen, damit man das Helle, ne, bekommt. So ist das, ja. 18, 19. Genau, Großer Arkana, ja. Passt ja. Ja. Erst gehst du durch die Ängste, na? Der Stern sozusagen, dann gibt es Hoffnung, dann bricht alles wieder. Kommen wieder diese Abhängigkeiten. Ja, dann kriegst du nochmal einen Bumm hier rein vom Karma. Und dann jetzt hier musst du durch deinen Schatten. Du bist jetzt gerade in dieser Energie, wo du hier deine Seele, ja, seelische Themen, Karma-Aufarbeitung. Aber erst kommt dann wieder eine Zeit. Ja, hier beschäftigst du dich sehr mit deinem Gemüt momentan, Fische. In dieser Energie bist du. Ja. Der Mond, ja, du bist auch momentan sehr stimmungsanfällig, also in der Zukunft dann, ne? In der Liebe, ja. Das wird für dich kommen, sozusagen. Der Ausgleich, sozusagen. Gleichgewicht hier. Seelisches Gleichgewicht, wie wir hier finden, das kommt hier wirklich wieder in Ordnung, weil du hier
dein Karma hier, seelische Gleichgewicht wiederfinden, weil dein Karma sich hier sozusagen, ja, langsam abarbeitet, ja. Und die Sonne hier, hast du wirklich Erfolg. Du schaffst das, du kannst durch diesen Prozess durchgehen, ja. Karma abgearbeitet wirst du dann haben. 19 Sun, August oder so, im Sommer auf jeden Fall, oder im 9 bis 10 Tagen, je nachdem, wann du das Video siehst, hast du langsam wieder Sonnenschein in der Liebe, in dein Leben, ja. Aber vielmehr denke ich hier im Sommer, ja. Das ist so hier, diese Energien, die ich für dich habe, Fische, ja. Okay, dann würde ich sagen, lass das Video so stehen. Und bedanke mich für dein Zusehen. Ich wünsche dir alles Gute. Und ja, schau mal, Fische noch hier. Er ist auf dem Weg zu dir, ja. Er ist auf dem Weg zu dir. Er haut von etwas ab, ja. Ganz schnell. Er ist auf dem Weg zu dir. Ja, du siehst, auf dem Weg zu dir, ja. Also man hat sich hier wirklich sehr auseinandergesetzt. Und hier tut man was, ja. Also Fische, er ist auf dem Weg oder sie ist auf dem Weg zu dir. Ja, das ist hier karmische Einflüsse. Ja, von außen. Auch teilweise, ja. Von außen Abhängigkeiten. Ja, du weißt es besser. Das ist hier eine allgemeine Legung. Und ja, dann schreib mir doch einfach mal in den Kommentaren, was da so abgeht, ja, Fische. Okay, also dann beende ich jetzt diese Legung und bye bye. Ciao, ciao, passt auf euch auf.